Was hat ihre weiße Farbe mit diesen Käfern zu tun? Wie steht ihr Kampf gegen das Öl? Mit dieser Wasserpflanze in Verbindung. Die Forscherinnen und Forscher am Institut für Mikrostrukturtechnik des Karlsruher Instituts für Technologie haben sich Käfer und Pflanzen genau angeschaut und dabei faszinierende Entdeckungen gemacht. Denn viele Pflanzen und Tiere haben im Laufe der Evolution mikrostrukturierte Oberflächen mit nützlichen Eigenschaften entwickelt. Im Labor versuchen sie nun, diese Lösungen zu verstehen und technisch zu imitieren. Ein Forschungsfeld, das als Bionik bezeichnet wird. Die Idee von der Bionik ist, dass es in der Natur durch die Evolution Dinge gibt, die schon extrem stark optimiert sind. Das heißt, nur Sachen, die besonders gut funktionieren, überleben überhaupt in der Natur. Und man spart sich dadurch extrem viele Entwicklungsschritte als Ingenieur. Das heißt, ich muss nicht unbedingt das Prinzip ganz, ganz neu entwickeln und entdecken, sondern ich kann mich inspirieren lassen von der Natur und kann dann versuchen, dieses Prinzip auf technische Anwendungen zu übertragen. Der Wasserfarn Salvinia bildet eine spezielle Mikrostruktur aus, die dafür sorgt, dass seine Blätter auch unter Wasser trocken bleiben. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des KIT haben die natürliche Mikrostruktur kopiert und auf eine Kunststofffolie aufgetragen. Diese nimmt nun Öl auf und weist Wasser ab. Gute Nachrichten für alle also, die ein Gewässer von Ölverschmutzung reinigen wollen. Zurück zum Käfer Cyphorhyllus insulanus, dessen Oberfläche weiß erscheint. Erzeugt wird dieser Effekt ausschließlich durch die poröse Struktur der Chitinschuppen, die den Käfer bedecken, an denen das Licht in alle Richtungen gestreut wird. 10 Mikrometer Chitinstruktur reichen dabei für ein leuchtendes Weiß. Die Forscherinnen und Forscher haben diese Struktur auf eine Polymerfolie übertragen, die beliebige Oberflächen strahlend weiß erscheinen lässt. Solche Folien könnten in der Industrie eingesetzt werden, um Oberflächen weiß zu gestalten. Zukünftig sind auch weitere Anwendungen denkbar. Beispielsweise eine Wandfarbe, die ohne das potenziell gesundheitsschädliche Farbpigment Titandioxid auskommt. Dank der Käfer bräuchte sich dann niemand mehr Sorgen um die Gesundheit machen.